Willkommen im Lager. Ja, und damit willkommen zurück. Und wir sind gerade in Faring. Wir haben hier letztes Mal auch wunderbar eine Rüstung gekauft und einen Helm. Und ich wollte ja schauen, was es hier so gibt, bevor wir nämlich nach Vanguard aufbrechen und mal die Unterschiede hier ein bisschen sehen. Also hier gibt es, ja, hier war vorher auch ein Händler. Der ist natürlich jetzt auch namenlos. Hat auch, ja gut, der hat jetzt nichts Besonderes im Angebot. Ein bisschen Schinken. Ich glaube, ich verkaufe mal hier den Ork-Schlechter, denn der ist abgenutzt. Der hat nämlich nicht den Ork-Töter-Bonus. Ja genau, die Pfeile, die können auch weg. So, und der Kampfstab, nee, ich glaube, das ist der, den ich gerade trage. So, dann schaue ich mal nach, was es hier gibt. Khalil, das ist doch bestimmt ein Assassine. Sieht auf jeden Fall so aus. Hat der Krieg dein Geschäft beeinflusst? Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Okay. Wer sind so deine Kunden? Tut mir leid, meine Kunden genießen Diskretion. Hast du seit dem Krieg weniger Kunden? Oh nein, eher mehr. Krieg macht die Leute traurig und dann sehnen sie sich nach Gesellschaft. Willst du mal einen Blick auf mein Angebot werfen? Nein, danke. Es erfährt auch niemand etwas davon. Vielleicht später, bis dann. Wieso beendet denn jetzt automatisch den Dialog? Der hat doch hier noch Optionen eben gehabt. Jetzt sind die alle weg oder was? Jetzt kann ich nur noch mit dem handeln. Auch wenn der Held gesagt hat, nein, ich will nicht handeln. Aber was ist denn, wenn ich handeln will? Also ich möchte jetzt zum Beispiel handeln. Der hat sogar Mana-Tränke, aber die kosten 250 Gold. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel momentan. Gut, aber er ist doch Besitzer von diesem Laden hier. Also warum sitzt er denn dann hier wie so ein Kunde? Was ist das denn? Das ist schwarzer Rober Spezial. Also der hat hier ordentlich die Joints verteilt. Vielleicht wollte der Held deswegen nicht mit dem handeln, weil er anscheinend so der örtliche Drogenhändler ist oder sowas. Hier ist aber auch noch ein Händler. Also, und hier auch. Also wem gehört jetzt der Laden? Aber der hat auch, genau wie der Khalil gerade, so eine Halbglatze, aber obwohl der einen ganz normalen Haarwuchs hätte, wie man an den Stoppeln sieht, er auch. Also die haben sich absichtlich eine Halbglatze geschnitten. So wie Christoph Maria Herbst als Stromberg. Vielleicht ist er das hier auch sogar. Nehmen Sie die Hühnerbrust? Nö, eigentlich nicht. Wäre auch, wird ja auch nicht passen zu Ihnen. Ich nehme ja auch nicht die Ochsenschwanz. Suppe. Ja, gut. So, dann gehe ich mal etwas hoch. Moment, hier war ja. Ah, auch noch ein Assassine. Der hat auch wieder diese selbstgeschnittene Halbglatze. Aber auch mit Gesichtstattoos. Na gut. So wird es aber nichts mit der Jobsuche. Hallo, ich hätte ein paar Fragen an dich. Dann beeil dich. Meine Zeit ist knapp. Hat der Krieg dein Geschäft beeinflusst? Du hast ja wirklich keine Ahnung. Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Wow, ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass der Held unten am Kinn wirklich so noch so eine Schnalle vom Helm hat. Okay, das ist ja auch cool. Was sagen die Bürger über Gorn? Nicht viel. Meistens sind es eher Gästen. Etwa ein über die Kehle gezogener Daumen. Warum ist Gorn so unbeliebt? Wegen des Kriegs können die Leute ohne eine Eskorte keinen Fuß vor die Stadtmauer setzen. Weißt du, warum Gorn Treles angegriffen hat? Nein. Und es ist mir auch egal. Naja. Haben die Orks mal versucht, bei dir was zu kaufen? Ach, warum sollten sie das machen? Sie nehmen sich doch einfach, was sie brauchen. Gut, kann er handeln. Karte. Er kann mir eine Karte verkaufen, aber wieso kann er das denn? Immerhin, er hat ein Fleischwanzen-Ragout-Rezept. Eine Karte ist doch hier standardmäßig schon im Repertoire des Helden, wenn man das Spiel beginnt. Also das ist ja auch ein bisschen redundant, oder? So. Oh, da ist eine Frau.
Die hat sogar eine neue Frisur, die neu seit dem Addon ist. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die mit mir redet. Oder ob die auch nur so mit einem französischen Dialekt mich abweist. Nein, ich kann anscheinend mit ihr reden, okay. Hallo, du siehst nicht gerade glücklich aus. Das ist überhaupt kein Ausdruck. Ich bin stinksauer. Auf wen? Mein Mann. Ich hoffe, ihm fault der Kopf ab. Wow, ja gut, die liebt ihren Mann auch sehr. Was ist denn los? Bevor ich ihn geheiratet habe, hat er versucht, mich mit seinem Reichtum zu beeindrucken. Gold, Edelsteine, schöne Kleider. Und dann? Und dann haben wir geheiratet. Und plötzlich war es aus mit den Geschenken. Mein Mann ist ein schrecklicher Geizhals. Wobei, die wollen mich natürlich fertig machen, die da oben saßen, die Weiber, ne? Das hat man schon gesehen, der ganze ungefickte Haufen da. Er hortet sein Geld und ich sehe absolut nichts davon. Ich muss sogar arbeiten gehen. Ich bin dermaßen wütend. Tut mir leid, das zu hören. Na, wenn es dir so leid tut, dann hilf mir doch. Wow, also du hast deinen Mann, weil du arbeiten gehen musst und der dir nicht mehr teure Sachen schenkt. Oh. Und wie? Ich will, dass du meinen Mann umbringst. Ja, genau. Als Belohnung kriegst du auch was von seinem Gold. Weißt du was, Mädel? Dich würde ich gratis umbringen. Nein, danke. Ich muss mich um meine Mission kümmern. Na dann verschwinde. Ich hoffe, dir fault auch der Kopf ab. Na. Gut, gut. So, ich schau mal gerade hier oben. Hier gab's ja in Gothic 3 die Truhe von dem einen Assassinen. Vom, ich glaube, Ali hieß er. Das war ja so der einzige Assassin hier in der Gegend. Hier sind jetzt anscheinend zwei neue. Nein, okay. Hier ist kein weiterer mehr. Jetzt, wenn ich hoch... Obwohl, Moment, ich möchte ja jetzt hoch nach Faring. Das hier ist ja noch so das Vordorf mit... Also, da waren ja die Jäger in Teil 3. Ich glaube, ich schlafe mal besser. Sonst sind die jetzt alle oben in ihren Betten in der Burg. Oh, der schläft aber auch unbequem, vor allem mit dem Helm noch. Da kriegt er echt einen steifen Nacken von. So, oh, schnell raus hier. Okay, ich kann aber auch mal schauen, was... Also hier waren ja vorher die Jäger in Teil 3. Hier, oh, Kalifs Schlüssel. Oh, na gut. Wer weiß, wofür er noch nützlich sein wird. Ich weiß es nämlich nicht. Und da hinten sieht man eher danach aus... Oh, die Weitsicht mit der Brücke, das ist... Ist auch wieder wunderschön. Nee, das sind einfach nur ein paar Lurker. Ja. Ziemlich dunkle Lurker. Gut, die werde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Dann werde ich nämlich gleich erstmal oben schauen, was ich da so finde. Ich weiß auch noch, dass hier links eine Arena war. Mal sehen, ob die noch in Betrieb ist. Okay, Fackeln sind schon mal gesteckt. Aber Leute sind hier nicht wirklich. Hier ist ein Grab. Ja, lief wahrscheinlich nicht so gut, die Arena hier. Und Hühner. Ah, vielleicht sind hier ja Hahnenkämpfe. Oh, das Hahn ist aber auch gut. Also das Huhn ist aber auch gut gelaunt. Das auch. Oh, die laufen ja richtig super. Hur, 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 hur. Hur, hur. Ja, geil. So, hier pflücke ich mal hier die Waldbeere, die mitten in der Arena wächst. Wer macht denn sowas? So, und hier ging es nach Nordmar. Und ich weiß, wenn ich da lang gehe, irgendwann stoße ich gegen eine Grenze. Also, da komme ich auch nicht lang. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier entlang. Ich kann es nachher nochmal versuchen, einfach mal da lang zu gehen und zu schauen. Vielleicht ist da ja ein Questgeber. Wow. Also Faring ist optisch halt echt eine Wucht. Das ist ja richtig super, dass sie hier wirklich einfach mal zwischen den Bergen Brücken gebaut haben und hier oben eine Burg. Also das ist wirklich ein sehr guter Platz für eine Burg. Ich finde das richtig schön. Naja gut, Wachen sind hier schon mal nicht. So. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Ah, noch ein Assassine. Okay. Ein Krieger. Tja, was willst du hören? Geralds Freund. Nie anders. Ja, das ist wieder einer, der hat auch echt nichts in seinem Leben erreicht, außer der Freund von Geralt zu sein. Ich glaube, Belia will mich prüfen. Aha. Belia ist weg, Junge. Wir waren gerade... Ach, hör doch auf. Okay, ja gut.
So, mit ihm kann ich reden. Und mit ihm kann ich wieder sagen, hat der Krieg dein Geschäft irgendwie beeinflusst? Aber nein, wir wissen, das haben die beiden anderen Assassinen schon gesagt. Der Krieg hat das Geschäft der Assassinen nicht beeinflusst, weil im Krieg natürlich werden Leute getötet. Hat der Krieg dein Geschäft irgendwie beeinflusst? Das kann ich dir nicht sagen. Oh. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aha. Was glaubst du, welche Seite wird den Krieg gewinnen? Solche Fragen sollte man besser nicht stellen. Ich werde beobachtet. Okay, der ist ein bisschen paranoid. Was verkaufst du? Das kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? Meine Waren sind ausschließlich für Armeegeneräle bestimmt. Aha. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wow, was hat das denn jetzt hier für eine Rückkopplung? Ich will den Kampf für zwei Waffen lernen, oder... nee, möchte ich nicht. Danke, danke. Ich möchte Magier werden. Auch wenn du wieder diese... Also das ist jetzt auch anscheinend modern bei den Assassinen. Gesichtstattoos und diesen... Ich glaub dir kein Wort. Diesen gegenteiligen Undercut. Das ist ja im Prinzip dann ein Overcut. Also... Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Jetzt hat er auf einmal auch eine andere Stimme. Na gut. Die lassen nämlich einfach... Man muss eben aufpassen. Oben frei und hinten lassen sie es wachsen. Okay. Vielleicht soll das auch irgendwann mal ein Fukuhila werden. Ich glaube, Elia will mich prüfen. So, Mädel. Ah, kann man mit ihr reden? Geh jetzt besser. Natürlich nicht. Ein Wassermagier, Morgan. Na, das ist aber bestimmt nicht der Pirat aus Gothic 2. Kümmere dich besser um deinen Kram. Obwohl, von der Freundlichkeit her könnte er es sein. Du kannst mich gleich mal ablösen. Du kannst knicken. Wobei denn? Beim Spießdrehen? Das machst du ganz gut. Du hast gut reden. So. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, das stimmt. Ich habe einen Typen gesehen, der hieß Gerrels Freund. Also wo finde ich Gerrel? So, und hier, ich weiß nicht, haben die Chance genutzt, hier jetzt mal was Neues reinzubauen? Oder ist das alles kahl und leer? Frei von Questgebern. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Ich wollte fast sagen, das ist der höchste Punkt vielleicht, aber der ist anscheinend da hinten. Aber da steht jemand, aber nur... Lass mich in Ruhe. Nur ein Krieger, der genießt wahrscheinlich die Aussicht, die auch wirklich, wow, wunderschön ist. Also wenn man bedenkt, dass das Spiel, dass das jetzt glaube ich 11 Jahre alt ist, also Gothic 3, das ist natürlich jetzt Götterdämmerung, aber es ist halt genau die Map auch. Es ist schon schön. Also wenn man bedenkt, dass die meisten Spiele zu der Zeit sehr stark diesen Nebel hatten auf einmal, dass man dann nicht weit gucken konnte. Aber hier in Gothic 3 kann man ja wirklich bis zum Ende gucken. Oh gut, okay. Floy, die heißt Floy. Das ist auch ein interessanter Name. Ich kann nicht mehr. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Wow, die ist auch anscheinend die Zwillingsschwester von ihr. Also auch von der Stimme her. So, mit dir habe ich geredet. Katsus oder Kasus. Kaif. Wow, der heißt einfach wie Kalif, nur dass sie das L weggelassen haben. Das ist natürlich sehr einfallsreich. Aber der hat kein Gesichtstattoo. Wie sieht's mit Trollen aus? Was sind das so für Leute, die sich einen Troll kaufen? Okay, daher muss ich jetzt fragen, wie kommt der Held auf diese Antwortmöglichkeiten? Er hat nichts von einem Troll gesagt. Wie sieht's mit Trollen aus? Ja, hab ich. Ach du Schande, was hat er für eine Stimme? Warum? Weil es in Myrtana eine Nachfrage nach Trollen von hoher Qualität gibt. Ich habe mit den Biestern ein Vermögen verdient. Okay. Hast du seit dem Krieg viele Trolle verkauft? Ja, sehr viele. Was sind das so für Leute, die sich einen Troll kaufen? Meistens reiche Leute. Ich glaube, das ist zwar wieder Hubertus von Lerchenfeld, der Sprecher, aber wow, okay. Warum das? Die haben wegen des Kriegs Angst um ihren Reichtum und wollen beschützt werden. Da sie sich auf Gorn nicht verlassen können, kaufen sie sich eben einen Troll. Die sind groß, angsteinflößend und tödlich. Aber jetzt mal ehrlich, einen Troll zu kaufen... Also Trolle sind doch in der Gothic-Welt sowas unfassbar Starkes und Gefährliches. Da hat es noch nie einer geschafft, so einen zu zähmen.
oder sonst irgendwie. Und der handelt mal einfach so mit denen. Wie will der das denn machen? Also da brauchst du doch schon eine ganze Armee für, um die Dinger irgendwie so weit bändigen zu können, dass man die, also damit Handel treiben kann. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Was ist mit Taurus? Ich habe gehört, dass Taurus an ein paar Trollen interessiert sein könnte. Aber bisher ist noch keiner seiner Leute an mich herangetreten. Okay. Was ist mit Gorn? Gorn würde lieber auf dem Schlachtfeld sterben, als Trolle im Krieg einzusetzen. Das hat wohl was mit Ehre und Tapferkeit zu tun. Bei so einem Unfug muss ich immer lachen. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Questgeber hier einfach nur ein bisschen komisch gemacht worden sind. Hier steht nichts Neues. Und die Dialoge mit denen führen auch zu nichts. Also weder eine Quest, noch irgendwas Nützliches, was man erfährt. Aber das ist jetzt nicht per se schlecht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die wollten einfach mal ein paar witzige Charaktere überall einbauen. Ah, da ist Geralt. Okay. Was haben die denn alles hier für Frisuren? Auch wieder diese Stromberg-Frisur. Aber der kann auch nur handeln. Es gibt einen Typen, der heißt Geralts Freund. Dann treffe ich Geralt und mit dem kann man nur handeln. Und dann hat er auch nur noch Scheiße. Also das geht aber auch besser. Candle. Candle in the Wind. Ich kann nicht mehr. Okay, der hat auch nichts mehr zu sagen. So. Hier steht etwas über die Kunst des Schmiedens. Na gut. Wenn ich den Skill bräuchte, wäre das natürlich ein Vorteil. Aber ich finde es ja, wie gesagt, auch nett. Halt! Keinen Schritt weiter. Oh, ich darf hier nicht rein zu Kadim, oder was? Die heißen aber auch alle irgendwie, diese Assassinen Kadim, Kaif, Khalid, Kazus, also... Man erkennt ein Muster, möchte ich meinen. Gut, da darf ich nicht rein. Warum denn eigentlich? Ja, gut, vielleicht muss ich irgendwann nochmal zu dem... da oben... Ist da oben irgendwas? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Der lässt mich sogar durch. Das ist natürlich schön. Und hier kommt man ja in Gothic 3 nur rein, wenn man irgendwie bei den Orks, glaube ich, über 75% hat. Also schon ordentlich Rebellen getötet hat. Denn hier residiert auch Khan. Also hier kenne ich mich auch gar nicht aus so wirklich, weil ich nie wirklich für die Orks gespielt habe. Kann sein, dass ich das mal getestet habe, aber ich glaube, ich bin trotzdem... Bin ich hier dann reingegangen? Ach, Ausgrabungen haben die hier. Okay. Arbeiter. Hast du nichts zu tun? Ich kletter mal hier rein. So, hier gibt es aber... Oh, hier wieder diese schöne Musik aus Gothic 3. Die kommt immer bei den Ausgrabungsstellen. Ich glaube, die versuchen das hier auch wieder zu errichten. So sieht das zumindest aus, wenn man sich hier diese Baustellengestelle anschaut. Auch hier, als würden die da jetzt noch ein Dach draufsetzen wollen. Ist nicht mehr nur eine Ruine. Das ist schön. So, was haben wir denn hier oben? Da kann ich jetzt auch nicht mehr so gut vergleichen mit Teil 3, weil ich halt, wie gesagt, nicht wirklich hier war. Auch wenn ich Faring immer sehr mochte. Was ist denn mit dem Teleportstein zu Faring? Den habe ich, glaube ich, nicht. Gotha, Geldern, Okara und Silden. Am besten du hältst dich da raus. Ich weiß, Mann. Ich Rickard. Ah, okay. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Bitte was? Warum kann ich das bei dem erlernen, wenn ich in dem Eddor nicht nach Nordmar kann? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das ist natürlich echt sinnlos. Wow. Ich meine, ja, wundert mich, dass der Skill tatsächlich hier ist. Wahrscheinlich kann ich auch noch Hitze ertragen lernen. Okay, wahrscheinlich... Ja, ich habe auch noch Rüstungsbonus gegen Eisschaden.
und gegen Feuerschaden, wenn ich hier Resistenz gegen Kälte oder Hitze nehme. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie komisch. So, erstmal hier was lesen. Das kenne ich schon. Natürlich kennst du das schon. Das hast du alles in Gothic 3 schon gelesen. Hausfrau. Wow, okay, das gab es auch noch nicht vorher. Einfach eine, die Hausfrau heißt. Wir kriegen beide noch Ärger. Okay, die klang jetzt sogar ein bisschen arabisch. Also das finde ich, das ist so komisch. Und dass das einfach noch keiner irgendwie bei den Entwicklern nachgefragt hat, warum das so ist. Warum hat die so einen riesen Schrank? Da sind wahrscheinlich all ihre Kleider drin. Ist wahrscheinlich verwandt mit Gitter. Das ist Teil 2. So, ist da noch was zum Lesen? Ja, da müsste noch was. Uninteressant. Uninteressant, ja, natürlich. Was klingt denn da? Ist das ein Säbelzahntiger? Okay. Ein Säbelzahntiger. So, Hausfrau. Ich verstehe nur die Hälfte von den Worten. Was? Warum denn? Du solltest jetzt gehen. Wir kriegen beide noch Ärger. Ärger? Okay. Und Innos sprach zu seinen Dienern, altes errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihnen geheißen ward. So, vielleicht soll ja auch dieser französische Dialekt so ein bisschen so ein arabischer Dialekt sein, weil die alle aus Varant sind. Aber ich finde das auch komisch. Warum sind denn alle Frauen daher? Uninteressant. Der letzte Scheiß. Hier steht nichts Neues. Nichts Neues, okay. Gut, dieses Haus ist anscheinend auch ein bisschen überflüssig. So, Krieger. Was haben wir denn hier? Haben wir da die Schatzkammer? Ich speichere mal vorher. Na, und was haben wir hier? Nee, einfach nur Bücher und Rohstoffe. Na gut. Auch nur ein Krieger. Was ist das? Ist das eine Gefängniszelle oder? Hui. Da ist aber ordentlich was drin. Viel Gold. Moment mal. Ich gehe mal schnell wieder raus. Speicher nochmal und dann stampfe ich mir den ganzen Kram mal. Also die Leute, die wirken auch nicht so. Hey du, was schleichst du hier rum? Okay, ich schleiche nicht. Warte. Okay, jetzt sieht er mich auch nicht. So. Ist doch überhaupt nicht verdächtig, wenn hier die ganzen Sachen fehlen und ich draußen rumgeschlichen habe. Oh, Mana-Tränke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Truhe plündere ich auch mal. Schutz vor Eis. Warum habe ich denn so viel Schutz vor Eis? Gibt es irgendwelche Eiszauber? Zu schwer. Zu schwer. Okay. Unmöglich. Unmöglich. Na gut. So. Ja, das hat jetzt niemanden gestört. Was ist das denn? Ist das ein Schafott oder was? Oder ist das so ein, so eine Art Redner-Tribüne. Ja, wahrscheinlich eher letzteres. So, okay, dann gehe ich mal hier rein und rede mal mit dem Anführer. Okay, gibt's hier keinen oder was? Als aber Belia sah, was die Diener Innos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Ah, wahrscheinlich der Schläfer. So, ja, gut, der hat hier, der residiert hier. Ich glaube, das war wirklich von Khan die Residenz vorher. Hm. Dann gehe ich mal hier oben rein. Dann schaue ich mal nach dem Teleportstein gleich mal. Okay, was wirklich nützlich ist, war jetzt wirklich nicht hier. Also Schränke, die sind jetzt hier neu, diese riesigen Schränke. Aber sonst gibt es hier in Faring. Das kenne ich schon. Nicht mal Quests. Also ich glaube, die eine, die will, dass ich ihren Mann töte. Aber sonst. Oh, hier gibt es aber wieder Bücher, okay. Ist natürlich immer gut, wenn wir altes Wissen noch dazu kriegen. Hier steht was über Alchemie.
Oder Alchemie, na gut, Alchemie. Wen interessiert denn Alchemie? Alchemie ist in Gothic 2 wirklich nützlich, aber... Das kenne ich schon. In Teil 3... Ich glaube eher nicht so. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Das kennst du alles schon, natürlich. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Okay. Das kenne ich schon. So. Oh. Ja, ich glaube, hier oben habe ich ja erstmal alles Relevante gefunden. Okay, wie komme ich jetzt hier da runter? Ist jetzt ein bisschen verworren. Ja, hier ist echt kein Anführer zugegen. Ich denke darüber nach. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam. Vielleicht ist er ja hier drin, der eine Assassine, der Anführer. Und vielleicht muss ich irgendwann auch mit dem reden, wenn ich mal mit Gorn gesprochen habe. Mit Taurus hatte ich ja kurz geredet, der hatte aber nichts zu sagen. Wo war denn der Teleportstein? Moment, ich setze mal gerade... Die Mana-Tränke. Ach, ich habe hier nur 2 Stück. Oh Mann. Gut. Ich habe Kalifs Schlüssel. Wo ist denn die Truhe, die er. Die dazugehörige Truhe? Die muss doch auch irgendwo sein. Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt der Ehemann von dieser Frau da ist, die ihren Mann tot sehen will. Kazus Truhe. Kann ich die plündern? Oder wäre das jetzt ein bisschen zu viel des Guten? Kazus Schlüssel. Der bewahrt den Schlüssel. Ja, ich sag nichts mehr. So, was ist das? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ja, gut. Also, da stand auch irgendwas mit Kendall. Also, wahrscheinlich will Kendall diese Teile haben, diese ganzen Schlüssel. Warum ich das jetzt auch nicht gerade machen konnte, weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Pflanze gegessen. So, ich schaue mal hier drin nach, ob wir hier... ...den Teleportstein finden. Wo war der denn im Hauptspiel? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, ich will doch den Zauber nehmen. Wieso esse ich denn die ganze Zeit was? So. Okay, jetzt müssen die Snapper mal dran glauben. Okay, die Snapper, die sind zu doof, um hier rauszukommen. Naja, gut. Das ist aber auch ein bisschen problematisch, weil ich konnte die gerade ein paar Mal nicht treffen. Hoffe ich, dass sie ein bisschen verbrennen. Ja, der eine brennt noch fleißig.
Okay, jetzt sind sie tot. Dann mal schön mitnehmen, was sie haben. Hinten ist auf jeden Fall eine Truhe. Vielleicht finde ich da ja den Teleportstein drin. Da, ach, da ist der Teleportstein. Okay. Assassin. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Eine Assassinentruhe. Den Schlüssel habe ich jetzt nicht. Der ist wahrscheinlich auch in der Truhe drin. Ja, na gut. Ja, dann würde ich nämlich jetzt erstmal sagen, als nächsten Halt, den habe ich mir Vanguard vorgenommen. Die Axt nehme ich mir mal mit. Kann man doch schön verkaufen, wenn hier eh keiner gerade arbeitet. Vanguard liegt auch, ja, genau in Blickrichtung. Also einfach mal den Weg folgen. Gibt es ja auch einen offiziellen Weg dahin. Den werde ich jetzt erstmal nehmen, bevor ich mir jetzt erstmal einen Weg durch die gefährliche Fauna und Flora suche. Also hier gab es ja ein paar Quests, aber die habe ich jetzt alle abgelehnt, weil die mir zu unmoralisch waren. Wer möchte, dass ich irgendwie jemanden beklaue? Die Frau möchte ihren Mann umbringen. Also, das sind ja Leute, die haben eine Einstellung. Und der Held ist mir sowieso schon ein bisschen zu extrem. Deswegen werde ich das mal in dem Falle ein bisschen lassen. Und werde dann nächstes Mal nach Vanguard gehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf. Zu Frauen hatte ich immer schon einen guten Draht. Also jetzt nicht sexuell. Vielleicht ein bisschen missverständlich, guter Draht.